Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder bei Vernons Legacy eingeschaltet habt. Wir haben in der letzten Folge ja einmal die Schließkassette geöffnet mit den Koordinaten von der Wandkarte. In dieser Schließkassette waren verschiedene Zeichen abgebildet in einer Reihenfolge, den Text konnte man leider nicht lesen, die auf dieser Spieluhr waren. Ich sage jetzt einfach mal Spieluhr zu dem Apparat. Und dieses Gerät spielte eine Melodie ab, die diesen Schrank öffnete. Und wir haben in diesem Schrank, ach so, den habe ich schon rausgenommen, den Schlüssel zu diesem Raum gefunden. Das ist die Bibliothek, würde ich meinen. So, und hier sind wir auch stehen geblieben. Na, zum obersten Schutzherrn der. Kann ich nicht lesen, das letzte war Filter. Okay, falls es jemand lesen kann, kann er es mir ja mal unten reinschreiben. Sonst schauen wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Kann man hier an den Büchern irgendwas machen? Lampen? Oh, guckt euch mal diese Lichteffekte an hier. Da. Geil, oder? Blendet zwar manchmal ein bisschen, aber. Okay. Da ist es auch ein Buchrücken. Was bist du? Da müssen wir irgendwas mitmachen. Okay. Licht. Ach, guck mal, da liegt da. Das ist der Schlüssel, würde ich meinen. Würde ich schon mal so behaupten. Liegen hier. Da liegt ein Brief. Da liegt ein Brief. Können wir hier was machen? Nö. Gott, guck mal, wie viele Zeitungen der gesammelt hat. Können wir hier noch irgendwas außer dem Brief? Nö, nö. Kann man darauf gucken? Was steht da? Okay, das sind alte Bücher. Ich nehme jetzt erstmal den da. 4.12.18. Obwohl der Krieg vorüber ist, wird es wohl noch Jahre dauern, bis wir zur Normalität zurückkehren werden. Alois hat im Garten ein weiteres Gemüsebeet angelegt, und es geht es hier auf dem Land verhältnismäßig gut. Ich hoffe nur, dass Robert wohlauf ist. Ich habe seit Monaten nichts von ihm gehört. 5.1.19. Ich verbringe wieder vermehrte Zeit in den alten Gewölben unter dem Haus. Die Räume strahlen eine eigenartige Faszination aus. Es scheint fast so, als hätte das Licht meiner Laterne hier eine geringe Reichweite. So, als wollte sich dieser Teil des Gewölbes meiner Untersuchung entziehen. Ich muss versuchen, die alten Pergamentrollen zu entschlüsseln. Vielleicht ist es jetzt wieder möglich, mit Professor Bonnet in Kontakt zu treten. Er ist sicher noch daran interessiert, die alten Gänge zu erforschen. Ich werde ihm morgen schreiben. Alles klar. Ich meine, wenn man sowas unter seinem Haus entdeckt, möchte man natürlich wissen, was da los ist. So, und hier war noch einer. 7.2.19. Wie ich heute aus einem Brief seiner Kollegen aus Paris erfahren habe, ist Professor Bonnet bereits vor 2 Jahren verstorben. Ein großer Verlust für die Archäologie. Leider hatte ich nie die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen. Ich bin jetzt bei meinen weiteren Forschungen auf mich alleine gestellt, werde mich weiter der Übersetzung der alten Handschriften widmen. Sie scheinen in einer dem Latein verwandten Sprache verfasst zu sein, weichen aber doch zu stark davon ab, als dass ich einen Sinn erkennen könnte. 9.5. Hoch, guck mal, kurz nach meinem Geburtstag. Vor fast 100 Jahren? Ja, nicht ganz. Ich war heute im Keller, um den alten Heizkessel zu inspizieren. Alois hatte mir von einem Leck auf der Unterseite des Kupferzylinders berichtet. Was? Alois hatte mir von einem Leck auf der Unterseite des Kupferzylinders berichtete. Okay. Ich wollte mir die Sache einmal selbst anschauen und wenn nötig einen Handwerker mit der Reparatur beauftragen. Okay. Das hat mich das Berichtete ein bisschen aus dem Konzept gebracht. So, weiter. Auf dem Rückweg hatte ich dabei eine seltsame Wahrnehmung. Es schien mir, als sei die Reichweite der Glühbirnen im Kellergang an manchen Stellen extrem kurz. Die Birnen haben eine Stärke von 60 Watt und sollten den Gang doch auf mindestens 10 Meter ausleuchten. Ich habe das Gefühl, als würde sich an manchen Stellen die Dunkelheit zu einer soliden Entität manifestieren. Ist die Einbildung hervorgerufen durch Kohlendioxid oder Sauerstoffmangel?
Hat Alois auch diese Wahrnehmungen bei seinen Rundgängen hier unten? Ich muss dringend die Luft hier unten überprüfen. Das ist doch schon mal. Ja. Nö? Gut, dann gucken wir mal. Was ist das? Ein Metallbolzen mit einem seltsamen Zeichen. Joa. Huch. Ich vermute ganz stark, dass der da rein. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ein Stück um den Tisch. Hallo? Okay. Nächstes Level. Nimm die Laterne. Level 2. You passed the first level. Oh mein Gott. Drücke F, um die Laterne zu benutzen. Okay. Oh, und die Laterne blendet ein bisschen. Gucken wir mal, was haben wir hier so Schönes? Haufenweise Dosen, Flaschen. Alles klar. Gab es hier irgendwas an den Wänden oder so? Nö, ein altes Holztor. Hier muss unbedingt mal einer aufräumen. Das ist ein Sound hier, oder? Alter. Lustig. Möchte ich wissen, was hier unten ist? Da ist auf jeden Fall ein Lichtschalter. Kennt ihr noch diese alten Dinger? Ich glaube, wo ich in Hamburg gelebt hatte, hatten wir die Dinger auch. Die muss man drehen. Finde den Weg in den unteren Keller. Das Geräusch gefällt mir nicht. So. Oh Gott. Ich bin hier, ich muss das ein bisschen schief halten. Und ich muss nach links. Das heißt, rechts, links, rechts, links. Okay. Da liegt ein Zettel. Lass mal lesen. Geh mal her. Es existiert, okay. Plötzlich erfüllte ein nervenzerreißender Ton die Luft. Dann habe ich etwas ganz deutlich gesehen. Es bewegte sich auf mich zu und schien alles Licht in seiner Umgebung zu verschlucken. Der eben noch sichtbare Boden und die Wände verschwanden plötzlich in tiefem Schwarz. Ich frage mich gerade, warum das knistert jetzt. Kein Licht, keine Lampe konnte sich gegen diese höllische Macht behaupten. Ich erstarrte einen Moment lang. Dann nahm ich die Lampe, rannte den Gang entlang, in eine der nächsten Seitenkammern und schloss die Tür hinter mir. War ich hier sicher? Ich konnte deutlich erkennen, wie das Wesen seine dunklen Arme durch den Stein nach mir ausstreckte. Dennoch schienen die Mauern Schutz zu bieten. Es war mit Sicherheit keine Wahnvorstellung. Der Sound, ne? Selbst wenn austretende Gase Halluzinationen hervorrufen könnten, nie wären sie so real wie die Erscheinung, die ich gesehen habe. 22.06. Oh, ich habe da vorne das Datum vergessen. Ich habe das im Krieg entstandene Ritual beibehalten und nehme die abendlichen Mahlzeiten gemeinsam mit Alois und Madeleine in der Küche ein. Ich wagte es nicht, den beiden von meiner Entdeckung zu berichten, fragte aber Alois eher beiläufig, ob er im Keller in den letzten Wochen etwas Außergewöhnliches bemerkt habe. Er verneinte und sagte, dass er seit 4 Wochen nicht mehr im Keller gewesen sei. Seltsam, die wöchentlichen Inspektionen des Kessels und des Kellers gehören eigentlich zu seinen Aufgaben. Wird er nachlässig oder verheimlicht er mir was? Alles klar, also da geht's lang, da könnte man langlaufen. Da hinten könnte man langlaufen. Entschuldigung. Also ich
Ich hätte musste rechts, links. Läuft da? Links. Ah, guck mal. Das Tor ist verbarrikadiert. Deutsche Sprache schwer, okay. Hier ist nichts. Also werden wir wahrscheinlich erst in die anderen beiden Räume müssen. Entweder nehmen wir den kurzen da lang oder wir laufen einmal komplett rum. Wissen halt nicht, wo genau halt dieser Gegenstand ist, den wir brauchen, ne? Alles klar, dann laufen wir, glaube ich, erstmal zurück. Weil hier ist, glaube ich, auch nichts, oder? Ist hier irgendwo was? Ich denke mal, wir werden sowas wie eine Uhr. So etwas wie eine Axt oder so. Okay. Das ist durch den Türspalt gesehen. Es wurde dunkel. So. Also wir haben auch die Möglichkeit hier lang zu laufen. Da gibt es auch eine Abkürzung, ne? Das ist schon eine schwierige Frage, würde ich meinen. Okay, wir können geradeaus. Können hier lang. Ich traue diesem Geräusch nicht. Wir können, glaube ich, hier durch. Oder da durch, ne? Kommt hier was? Ich glaube, die Lampe ist geradeaus. Komm, Tür zu. Wir sind im Kesselraum. Meine Güte, nee. Was hat er gesagt? Da ist ein Leck, ne? Gibt es hier irgendwas? Hier liegt, glaube ich, nichts. Ein Brief. Oh, ich glaube, rechts hat was geglitzert. 12.05.19. Heute habe ich mit Hilfe einer von mir provisorischen Apparatur und einer Kalkwasserlösung den Kohlendioxidgehalt im Keller, im Gewölbe und als Vergleich im draußen im Garten gemessen. Dafür habe ich eine Viertelstunde lang die Luft mit einer Handpumpe durch die Lösung geleitet. Die Menge des ausfallenden Calciumcarbonat soll Auskunft über die Kohlendioxidgehalt der Luft geben. Der Niederschlag in den Gefäßen aus Keller und Gewölbe ist tatsächlich höher als der im Gefäß, das ich im Garten verwendet habe. Könnte das die Erklärung für meine Warnung sein? Oder ist es nur eine Ungenauigkeit in der Messung? Wer weiß, wer weiß. Also hier ist es auf jeden Fall am Tropfen. Und so wie es aussieht, gab es außer
ist nichts. Hier gab es, glaube ich, nur den Brief. Kann man hier irgendwas anders stellen? Nö. Ich weiß nicht, will ich da rein? Da vorne ist ja der Plan. Tür zu! Tür zu! Habt ihr den Nebel gesehen? Also jetzt höre ich nichts mehr, ne? Also wir müssen definitiv da oben in den Raum rein. Aber ich würde sagen, wir schleichen uns in der nächsten Folge darüber. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.